Jetzt habe ich alle Zugangsdaten zugeschickt gekriegt. Ich bin im Online-Kurs Nummer 1 Geschäftsmodell. Damit ist er Millionär geworden, lange vor der Doku. And I will teach you another system that you will be able to live kind of for free. Der Tinder-Schwindler ist die erfolgreichste Doku auf Netflix. 166 Millionen Stunden lang wurde sie angesehen. Mehr als 70.000 Menschen haben den selbsternannten Diamantenerben Simon Leviev, aka Shimon Yehuda Hayut, dabei zugeguckt, wie er eine Menge Frauen um eine Menge Kohle gebracht hat. Doch wer jetzt denkt, dass dieser Typ mit dem Ruf und der Bekanntheit wohl keine krummen Dinger mehr drehen kann, der liegt falsch. Denn erst kürzlich wurde er wieder in Spanien verhaftet, weil er mit einem gefälschten Perso und einer hübschen Begleiterin unterwegs war. In Hollywood plant er mittlerweile eine eigene Dating-Show und sogar eine eigene Dating-App. Und jetzt ist er zu unserem Glück auch noch unter die Business-Gurus gegangen und verkauft ein eigenes Business-Coaching. Und in dieses Coaching habe ich mich für euch eingekauft, um zu schauen, ob das irgendwas kann oder wir, wie bei Andrew Tate, mal wieder eine Menge Geld verdienen. Ja, diesmal möchte ich gar nicht viel vorweg sagen. Ich glaube, die meisten von euch haben die Doku sowieso gesehen. Außerdem meinten ja auch bei Andrew Tate viele, Torben, du warst ein bisschen voreingenommen. Jetzt ist der Gute auf Social Media gebannt und ich kann euch sagen, das sorgt im Inner Circle für eine Menge Furore. Deshalb seid ihr an der Stelle mal kurz gefragt. Ich habe mich nach dem letzten Video, weil ihr das in den Kommentaren alle wolltet, in sein Elite-Coaching eingekauft, den War Room, für 5.000 Dollar. Das sind mehrere Telegram-Gruppen, Treffen dabei und so weiter. Und jetzt ist die Frage, soll ich dieses Video nach dem Social Media-Bann überhaupt noch bringen oder wollt ihr das nicht? Schreibt es gerne mal rein und ich würde sagen, wir gucken uns sein Coaching jetzt mal an. SimonLeviev.com. Build the lifestyle you deserve. Also ihr könnt euch denken, worum es in diesem Video geht. Ähnlich wie auch bei Andrew geht es hier um viel Geld, Frauen, Autos, Uhren und so weiter. Er ist natürlich bekannt aus Netflix, Business Insider, Wall Street, Forbes. Ich vermute mal vor allen Dingen aus Netflix und die anderen drei haben wahrscheinlich eher über diese Doku geschrieben. Und ansonsten ganz klassische Landingpage, ja, Success in every aspect of life. Also es ist nicht nur ein Business Coaching, sondern es geht hier wirklich auch um ein Life Coaching, Connections aufzubauen und dann hast du halt mehrere Möglichkeiten, immer wieder hier auf diesen Button zu drücken. Also wenn dich zum Beispiel das Auto noch nicht überzeugt hat, dann vielleicht der Heli, dann vielleicht die Telegram-Gruppe, die du kriegst oder dieses scharfe Bild von ihm, die Live-Calls, dann kommt noch eine Quote. Dann kommt man auf die nächste Seite und jetzt sieht man hier schon, gibt es wieder mehrere Pakete. Du kannst monatlich oder jährlich zahlen. Wir gehen mal monatlich rein. Silver, Gold, Platinum. Und das ist cool gemacht, weil man liest ja erstmal so alle drei Sachen hier, aber für 49,99 kriegst du nur den Kurs, also einen Online-Kurs. Für 79 kriegst du Kurs, ein Live-Call und Telegram-Gruppe. Und für 149,99, das, was wir natürlich wieder nehmen werden, kriegst du den Kurs, den Live-Call, einen zweiten Live-Call, eine Telegram-Gruppe und sogar noch eine Personal Group, die noch ein bisschen more personal ist als die andere. Ich würde sagen, take my money, ich nehme jetzt hier Platinum. Und wenn es nicht sein sollte, haben wir immer noch die Return Policy, wobei, nee, die haben wir nicht. Gut, dann sind die 150 wohl weg erstmal. So, das hat jetzt doch ein bisschen gedauert, das ist anscheinend noch nicht automatisiert. Jetzt habe ich alle Zugangsdaten zugeschickt gekriegt. Ich bin im Online-Kurs, ich kann mir also alle Videos ansehen. Ich bin in einer Telegram-Gruppe mit 1600 weiteren Menschen. Wollten gerade schon errechnen, wie viel er damit jetzt also monatlich verdient. Aber wenn man hier mal genau hinschaut, dann sieht man, dass doch recht wenige diese Nachrichten gesehen haben. Also selbst die von gestern. Ich vermute mal, die Zahl ist fake deshalb. Ansonsten steht alles weitere coming soon. Also auch der zweite Call, die zweite Gruppe mit ihm, die irgendwie mehr persönlich sein soll, die gibt es noch nicht. Es gibt nur den Online-Kurs und diese Gruppe, wo zwei Nachrichten drin sind. Ich würde sagen, nutze die Zeit an dieser Stelle, habe den Support eh geschrieben, wir arbeiten den Online-Kurs durch und dann melde ich mich. Okay, anderthalb Stunden sind rum und ja, ich habe den ganzen Kurs jetzt durch. Das erste Modul heißt Foundation Section. Da geht es so ein bisschen um sein Leben. Er sagt, er ist arm aufgewachsen, ist dann zur Armee gegangen, krank geworden, benennt jetzt hier aber nicht, was das für eine Krankheit war. Sein erstes Businessmodell war tatsächlich auch nicht Frauen betrügen, so wie er sagt, sondern Car Flipping. Das zieht sich durch den kompletten Kurs, denn er sagt, mit Luxus-Cars handeln ist für ihn immer noch das Nummer 1 Geschäftsmodell. Damit ist er Millionär geworden, lange vor der Doku. Außerdem hat er wohl auch recht schnell schon 10.000 Dollar gemacht im sehr frühen Alter und die in Bitcoin investiert und deshalb hat er sowieso genug Rücklagen.
Ja, hier gibt er uns dann auch schon mal so einen kleinen Ausblick, was der Kurs machen will, nämlich I will prepare you for the real life. Er macht auch so eine kleine Einwandvorwegnahme. Er sagt, hey, wenn du jetzt anderen Leuten sagst, du lässt dich von mir coachen, werden die wahrscheinlich irgendwie auf die Doku anspielen und werden sagen, das ist alles Scam. Hier hat er allerdings ein sehr gutes Gegenbeispiel, denn es ist ja auch tatsächlich so, dass wenn du beispielsweise in die USA fliegen willst, dann steigst du ja in einen Flieger. Und da gibt es ein Risiko, dass der Flieger abstürzt. Trotzdem machen das viele Leute, weil sie halt gerne in die USA wollen. Das heißt, wenn du das willst, was er sozusagen hat und wenn du für das Real Life vorbereitet sein willst, musst du dieses Risiko in Kauf nehmen und er wird dich schon nicht abstürzen lassen. Außerdem sagt er, sei nie zufrieden im Leben und ja, das Ganze endet mit einem Investment-Video, welches 2 Minuten 24 lang ist und zusammengefasst da sowas drin ist wie, du brauchst nicht viel Geld, um zu investieren. Wie gesagt, mein Favorite-Geschäftsmodell ist sowieso Car-Flipping. Jetzt frage ich mich mal ganz ehrlich, als Anfänger, keine Ahnung, stell dir vor, du bist 18, 25, hast vielleicht gar keine Kohle. Car-Flipping. Also erstens brauchst du ziemlich viel Kohle dafür. Dann brauchst du Kontakte, um an diese Cars ranzukommen. Du brauchst Kontakte zu den Verkäufern und musst dir irgendwie auch noch aufmotzen lassen oder überhaupt Ahnung von diesem Markt haben. Aber ansonsten gibt es gar keine Informationen, außer beschäftige dich mit Car-Flipping. Modul Nummer 2 ist Pillars of Success. Startet mit einem 52-Sekunden-Video, wo er sagt, finde dein Talent. Außerdem noch eine Quote, die habe ich extra notiert, und zwar If you are shy, you will get dry. Also wer von euch weiß, was diese Quote bedeutet, gerne mal in die Kommentare. Dann geht es darum, dass das Investment nochmal aus Modul 1 irgendwie neu aufgerollt wird, also wieder Car-Flipping. Und nun auch endlich mal Richtung ja, Selbstvertrauen aufbauen, wie kann man irgendwie mit Menschen besser agieren. Zwei sehr geile Tipps, wenn du auf jemanden zugehst, schau ihn immer in die Augen und schüttel der Person die Hand. Ja, das habe ich so jetzt auch noch nie gehört. Dann noch sowas wie, sich pflegen ist wichtig. Auch immer den Bart trimmen, die Fingernägel trimmen, denn dein Aussehen und auch dein Benehmen ist deine Business Card. Und auch noch ein guter Hinweis, sei nicht mit Losern, lass diese Menschen fallen und such dir Menschen, die dich inspirieren. Und zu guter Letzt Modul Nummer 3, Level Up Your Life. Erstes Video, 33 Sekunden Investment-Video, und zwar, du bist der Pilot deines Fliegers, deines Lebens. Okay, dann ist es so, dass er sagt, invest in yourself, das ist das Allerwichtigste, zum Beispiel durch mein Coaching und durch meinen Kurs hier, und mach einen Fehler nie zweimal. Okay, also Fazit zum Kurs. Das Allerbeste daran ist, man kann ihn auf anderthalbfacher Geschwindigkeit schauen. Deshalb war ich jetzt auch so schnell fertig. Ansonsten, es sind einfach nur Kalendersprüche. Es ist keine Anleitung, es ist gar nichts. Es wurde alles an einem Tag aufgenommen. Es ist Kajabi, es ist eine Free-Plattform für Online-Kurse. Er hat auch das gleiche Outfit an. Und ja, keine Ahnung, Flipping Cars ist jetzt das Ding. Hände schütteln und in die Augen schauen, den Bart pflegen. I don't know. Bin mal gespannt, was der Support sagt. Ich will auf jeden Fall mal wissen, wer ist in diesem Coaching. Und was sagt denn Simon Leviev bzw. Shimon zu der ganzen Sache? Tja, die letzten 3 Wochen ist nicht viel passiert. Es gab nur den Online-Kurs, ich habe dem Support hin und her geschrieben, die haben mich immer wieder vertröstet. Meinten, hey, das Coaching ist ja auch relativ neu. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung gesagt, wann es das gibt. Aber wenn man ein Angebot ins Netz stellt, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass diese Dinge da sind. Es ist keine WhatsApp-Gruppe entstanden, keine Telegram-Gruppe. Es gibt immer noch nur diese eine einzige Gruppe. Da gehen immer mehr Leute raus. Und dann, am Sonntag war es aber soweit, 2 Stunden vor dem Live-Call mit Simon Leviev gab es die E-Mail. Irgendwie, glaube ich, die haben so drauf spekuliert, dass ich die nicht lese. Habe ich aber, habe mich sofort fertig gemacht, an den Rechner gesetzt und dann ging es los. Und wie ihr seht, ist Simon drin, Chris auch. Ich habe dem einfach den Link geschickt und ansonsten nur Team-Member. Und er wollte, dass man sich mal kurz vorstellt. Where are you from? Just to get to know who is with us. Ich habe dann aber extra gewartet, um meine These zu bestätigen, dass nur wir da drin sind. Und ja, ich würde sagen, das hat sich dann auch bestätigt, sodass ich mich schlussendlich vorstellen musste. Yeah, my name is Torben and I visited the course. I watched every video. And like the videos are about like motivation, finding the passion. Und da diese Vorstellungsrunde halt schnell vorbei war, ging es ja nun zu den Fragen. Und ich habe einfach mal angefangen, das Car-Flipping anzusprechen und gesagt, hey, das ist ja jetzt irgendwie am Anfang, wenn man keine Kohle hat, gar nicht so easy. Würde er denn auch betrügerische Modelle empfehlen, um das erste Geld zu machen? Would you consider also like kind of shady things at the beginning? Like do no, Telegram, no. Black Market, no. Something like that? No. Nothing no shady, nothing like that. Once you're starting... not straight, your whole life gonna be not straight. You need to go completely by the normal rules. Shady people, drugs, illegal things, nothing whatsoever. I'm against it. Und wenn ihr jetzt mal auf den Chat achtet, dann seht ihr auch, dass da wirklich niemand drin ist, außer Chris, ich
und eben diese Teamleute. Dann hat er einige andere Modelle genannt, womit man eben auch Geld verdienen kann, unter anderem Dropshipping. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen, weil da bin ich direkt drauf eingegangen. I tried Dropshipping. I did it for like some month. And also here in Germany, it's quite complicated with the legal situation with Dropshipping, because it's not allowed like to have like a middleman in Asia and you are like selling stuff from there to there. Ich habe dann auch angesprochen, dass das in Deutschland rechtlich recht kompliziert ist und so weiter. Auch dafür hat er eigentlich eine ganz gute Antwort gehabt. I mean, okay, what you can do, for example, you can be a bit smarter than the system. So for example, if it's not allowed in Germany, so don't do it for customers in Germany. Do it for customers, for example, in the United States. You can know where is your customer come from. So you can go, for example, for this particular market. Wir kamen da nicht so richtig aufeinander, genauso wie beim Thema Luxusuhren. Denn das hat er als zweites Beispiel genannt und meinte, hey, man kann ja einfach in den Laden gehen, sich irgendwelche Luxusuhren holen und die dann an Leute verkaufen, die unbedingt haben wollen. Ich meinte dann, hey, es geht ja hier um Vitamin B. Und glaub mal, wenn du jetzt in Deutschland in den Laden gehst, ich weiß das ja selber, du lässt dich auf so eine Liste setzen, da wartest du teilweise, keine Ahnung, 3, 5, 6 Jahre, um eine Rolex-Uhr beispielsweise zu kriegen. Yeah, but I think it's a lot of vitamin B, right? Building like connection to the right persons. To get like, for example, a watch for the list price or less the price, it's very, very hard. I mean, first of all, you can find the people. It could be your friend. Mm. You can see your friend, for example, or you have a nice watch. Wow, very nice watch. You're interested in selling it. How much you bought it for? And yeah, well, I bought it for 50, 40. Maybe if you're interested to sell it, maybe I have some customer. You don't really need to know that you don't have a customer. Maybe you can make some money on it. Und dann gab er uns noch einen Ausblick, was er noch so vorhat. And I announced last week, I don't know if it published abroad, that I want to run for politics in Israel. I said it many times, but we have election and I can build up my party within a month's time. The thing now, it's making me clashes with my movie. So I think I will wait for the next convention. To run to politics in my country. Damit nicht nur ich diesen Dialog jetzt mit ihm führen musste, hat Chris einfach auch mal was im Chat gefragt, nämlich ob er den Tinder auch als Businessmodell sieht. Und das ist seine Antwort. This is out of questions and I don't have Tinder by 2018. And I will give my phrase to it, I guess probably a lot of people. I don't say it and I did not say kind of my side of the story because I'm shooting my own movie right now, which I'm signing up on a confidential agreement which joined basically my side, so there is no point. But technically, all of this story of Tinder, it's fake. I make a lawsuit against Netflix of 400 pages for $200 million, which is going to come up by the 14th of this month. Ich habe da so ein bisschen angesprochen, dass alles im Kurs ja recht oberflächlich ist und das ist schon sehr euphemistisch ausgedrückt und meinte, okay, aber was lernen wir denn sozusagen detailliert? Hast du irgendwelche Modelle, wo es wirklich How-Tos, Anleitungen und so weiter gibt? Und er hat immer wieder diese Geschichte mit dem Credit Score genannt. Das heißt im Endeffekt, dass du dir einen Rahmen auf einer Kreditkarte aufbaust durch Bonität und diesen Rahmen benutzt, um damit eine andere Kreditkarte und deren Rahmen abzubauen. Bezahlen. Klingt für mich alles sehr, sehr risikoreich, aber im Endeffekt war er sehr darauf erpicht und das ist ja auch genau das, was die Frauen machen mussten, um ihnen sozusagen beim Tinder-Schwindler in dieser Netflix-Doku das Geld zu leihen. And I will teach you another system that you will be able to live kind of for free only by using credit card from the bank. One credit card paying for another one completely legal 150%. Just not many people knowing it and each and every time that you pay it on time, your credit gonna rise up to the sky. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da in Zukunft mehr kommt, weil da steckt natürlich auch krasse Affiliate-Modelle hinter. Und er meinte, das könnte man dann ja im Privaten mal besprechen. So I think it would be not fair for me to tell you, invest in this and invest in that. This is something we need to go a bit more private. Und ganz am Schluss hat er noch über seinen Gefängnisaufenthalt gesprochen, über den Lawsuit, den er gegen Meta führt und hat auch noch angesprochen, dass ja alles, so ziemlich alles, Fake News sein und man auf gar keinen Fall darauf You know, it's well known to everybody around the world that I've been in prison. Unfortunately, I've been in prison for me escaping Israel in 12 years ago. And it's well known everything. And I've studied one thing. The persons that know the law the best, more than lawyers, more than anybody, they are the prisoners. You got an Instagram account now? Because there's one with 300... No, it's not mine. I said it's not mine. Then they tell me, okay, we will unban your account. And I send my passports, I send my things there. And unfortunately, you know, nobody really know who it is. I make already a lawsuit against Meta Instagram. Yeah. And in order to get my original back, I can tell you from firsthand, I know what is a fake news. It's been an article published about me
like 3 weeks ago that I've been arrested in the main airport of Israel right now in front of thousands of people. I swear to God, I was sitting, smoking my cigar in the house. Someone sent me the link and told me, are you okay? I said, like, what is this crap? I'm at home, I'm smoking cigar. I didn't travel nowhere. What is this bullshit? Maybe someone looked like me. Ein Monat Tinder-Schwindler-Coaching. Leute, ich habe kein weiteres Geld verdient. Ich bin immer noch Single. Es hat nicht funktioniert. Nee, man muss wirklich sagen, also dieses Coaching beim besten Willen, das war einfach gar nichts. Es war dieser eine Live-Call schon irgendwie witzig, weil im Endeffekt hat er sich 1,5 Stunden nur für mich Zeit genommen. Es war niemand drin. Auch in der Telegram-Gruppe sind immer mehr Leute rausgegangen. Es haben irgendwie 10 Leute gelesen, was da überhaupt geschrieben wurde. Mindestens 3 waren aus dem Team. Das hat man beim Zoom-Call gesehen. Und ansonsten ist nichts passiert. Es gab eine neue Gruppe. Es wurde dann auch per E-Mail gesagt, ja, wir haben das extra divided und gesplittet, dass das privater ist. Aber am Ende des Tages ist es einfach schmarrn. Und deshalb habe ich jetzt gestern Abend auch gekündigt, nach genau 1 Monat. Ich habe geschrieben, ey, ganz ehrlich, Leute, ihr habt nichts eingehalten. Ja, es gab keine Gruppe, es gab nur einen Broadcast. Da stand einmal Hi und einmal Good Morning. Der Live-Call wurde 2 Stunden vorher angekündigt. Auch der letzte Woche ist wieder ausgefallen. Ich habe danach gefragt, wann wird der wiederholt? Keine Antwort bekommen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Bisher kam auch da leider nichts. Vielleicht eh ganz gut, weil ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es kann sein, dass er bald wieder im Gefängnis ist. Die echte Familie Lviv klagt nämlich jetzt tatsächlich gerade gegen ihn und man spekuliert, dass es doch einige Jahre Haft geben könnte. Und ich vermute mal aus dem Gefängnis heraus, die Live-Calls sind noch ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten war es das auch so mit diesem Video und mit dem Coaching. Ich hoffe trotzdem, das Ganze hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Jeden Sonntag 18 Uhr gibt es ein neues Video und schreibt unbedingt in die Kommentare, wollt ihr Andrew Tate 2 vom War Room, von diesem Elite-Coaching, ja oder nein? Wer das erste Video noch nicht abgecheckt hat, ich verlinke es euch und sonst geht's nächste Woche weiter. Was das kann oder ob wir wie bei Andrew Tate mal wieder Geld verbrannt haben. Boah, das hätte schon heftiger brennen können, ne?